Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Omsi-Video hier auf diesem Kanal. Wir sind heute auf der Karte Rura V2 unterwegs, das Ganze hier mit einem O530. Ja, von Ruhrau Hauptbahnhof nach Nordstedt, glaube die Linie 177 ist das Ganze und das am helllichten Tag, ja, bei schönem Frühlingswetter, schöne Frühlingstemperaturen, so muss das sein, so lieben wir das ganz gut und ja, wir würden einfach mal sagen, wir starten das Ganze mal so durch und dann quatschen wir mal so ein bisschen über die letzte Leitstellenfahrt, die wir jetzt hier natürlich hatten und von daher würde ich sagen, steigen wir ein und rüsten das ganze Ding doch erstmal hier ein bisschen auf. So, und da passiert, ihr seht schon, super. Die Linie 177 haben wir, die 177 und ich glaube der Umlauf 1 müsste stimmen. Hauptbahnhof über Helios Klinik, das steht, sieht ganz gut aus, Nordstadt. So. Schauen wir mal, Betriebsfahrt, das Ganze quittieren wir mal. Nee, wir sind nämlich doch falsch. Das Ganze ist nämlich 177. So passt das, so wird ein Schuh draus. So, und jetzt haben wir es. So, Entry ist Hauptbahnhof. Schön. Und ja. Also, wie gesagt, die letzte Leitstellenfahrt war wieder mal sehr entspannt. Ja, es war mal wieder schön gewesen. Hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, zumal die Leute halt jetzt auch ein bisschen länger geblieben sind, ein bisschen weiter mitgefahren sind. Und, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Steig 2, das ist natürlich da. Da fahren wir einmal ringsrum. Passt schon. Also, wir mal gucken. Ist hier ein Bus? Ja. Ist alles gut. Ja, eigentlich hatte ich versucht gehabt, euch die Karte Wuttenburg mal vorzustellen. Leider ist es nicht möglich. Die Karte ist bei mir fehlerhaft. Außer, dass ich da weiße, alles weiß ringsrum habe. Rathausgalerie. Sieht man auf der Karte nicht viel. Wir hatten uns nämlich uns ein bisschen unterhalten gehabt, so von Wuttenburg. Ja, wie gesagt, leider funktioniert das nicht ganz. Mal schauen, ich werde mich da mal die Tage nochmal ansetzen, werde mal gucken, was das Problem ist. Laut Überprüfungssoftware ist eigentlich alles in Ordnung. Einzelne Szenerieobjekte fehlen mir, aber das kann eigentlich nicht Grund sein, warum man die Karte jetzt nicht lädt. So, also mal ganz kurz hier mal alle einsteigen lassen und mal zurückspulen. Okay, das war jetzt hier nichts. Schauen wir nochmal neu. So. Gut, jetzt haben wir es. Aber die Leute wollen nicht mitsteigen. Mit einsteigen. Wir müssen mal ein bisschen weiter vorfahren, damit sie wieder hier angelatscht kommen. Immer noch nicht. Also noch weiter kann ich jetzt nicht davor, wollte gerade sagen. So, jetzt aber. Hallo. Ja, hallo. Normal bitte. Ja, normal bitte. 2,80, 20, 2. Danke. Bitteschön. Guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag. Einmal arbeiten. So, 2, 4, 6. Danke. Bitteschön. Ja. Dann würde ich sagen, spulen wir die Zeit mal vor. Gar nicht. Ich muss glaube ich das hier aktivieren mal. Wollen wir sehen. Auch muss ich mal gucken, welche Karte wir zum Beispiel jetzt als nächstes nehmen, ja, für die Leitstellenfahrt. Mahlzeit. Bin ich mal gespannt. Also wenn ihr natürlich Vorschläge habt, noch ist alles offen. Rathausgalerie. Rathausgalerie.
So, und wir starten mal nicht direkt gleich mit einem Unfall am Anfang. Ich weiß, der ein oder andere fand das eventuell ein bisschen witzig. Ich finde das gar nicht so geil, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sieht immer ein bisschen anfängermäßig aus, wenn es dann gleich erstmal schön knallt, verstehst du? Aber naja, passiert nun mal, kann man nicht ändern. Ich meine, wir reden ja hier von einer sehr schlauen KI, ja, also... Von daher kann sowas schon mal passieren, dass mal so der ein oder andere Unfall passiert. Nee, aber so an sich, wie gesagt, waren jetzt die letzten beiden Folgen gleich schon mit einem Unfall präsentiert. Träumchen. Ist wirklich ein Träumchen. So. Hallo. Hallo. Guten Tag, Herr Busfahrer. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Busfahrer. Mein. Das läuft ja hier. Was für ein Anstand. Das war gar nicht gewöhnt hier. Guten Tag. Sollen wir alle die Sichtbarkeit stehen lassen? Ich habe in der letzten Folge jemanden stehen lassen. Ich weiß. Aber wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, sage ich mir. Hätte sie ja ein paar Sekunden früher da stehen können, ne? Dann hätte ich sie auch nicht vergessen. Ne? Wenn man aber dann erst an die T-Shirt kommt, wenn der Bus gerade abfährt, ist es nicht mein Problem. Nee, aber im Normalfall weiß ich nicht. Also hätte man natürlich warten können. Ne? Ist halt Anstand. Ne? Man ist ja ein Dienstleister und hast da alles nicht gesehen. Ja, aber... Denk mal, ich würde es mir nicht übel genommen haben. Rathaus. Hallo. 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 Ja, guten Tag. Okay. Ich hätte gerne ein ganz normales Ticket. Dankeschön. Ein ganz normales Ticket hätte ich gern. Ja. Ich mag diese Karte, ja. Also Rurau ist eine mit der besten Karten. Das ist so schön gebaut, ja, so alles schön. Also, das wäre auch zum Beispiel so eine Karte, wo ich sagen würde, alles klar, da würde ich auch mal ein bisschen Geld springen lassen, ganz ehrlich. Dass mal irgendwann als Payware kommt oder sowas, bin ich voll dabei. Also ich mag Rurau sehr. Ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch gebaut. Sehr abwechslungsreich. Performance ist auch sehr, sehr geil auf der Karte. So. Hallo. Guten, ja, Tag. Guten Tag. Guten Tag. Gutstrecke, bitte. Gutstreck. Wo haben wir denn die? Gutstrecke. Gutstrecke. Hier 1,70. 1,70. 2,46. Danke. Ach, bitte, bitteschön. Normal, bitte. Einmal normal. Nein, das ist eine Tageskarte. Nein, das ist auch nicht. Oh, das ist jetzt eine normale Karte.
20, 2, 4, 6, 7. Danke. Bitteschön. Ja, also wie gesagt, die Leitsteinfahrt war super. Also so stelle ich mir das vor, ne? Wenn die Leute natürlich alle mitfahren, macht das mega viel Spaß. Ne? Es war auch nicht so laut gewesen wie die letzten Livestreams, also auch da nochmal ein dickes Dankeschön. Ja, wir werden mal gucken, welche Karten wir jetzt so als nächstes nehmen. Wie gesagt, eure Vorschläge könnt ihr gerne noch in die Kommentare posten. Ich werde dann so bald wie möglich denn von diesen Karten, die ihr jetzt praktisch dann hier in die Kommentare schreibt, dann mal so drei davon raussuchen und davon dann eine richtige Abstimmung dann nochmal machen. Ich weiß noch nicht, angedacht ist gar nichts. Wir hatten tatsächlich uns für keine Karte festlegen können. Wuttenburg war halt im Gespräch gewesen. Ja, dadurch, dass die Karte bei mir jetzt schon nicht funktioniert, muss man erstmal gucken, sich mal mit dem Entwickler nochmal auseinandersetzen, woran das liegt, warum er jetzt mir das nicht angezeigt hat oder warum die Objekte halt irgendwelche fehlen oder. Sonst können wir natürlich auch altbekannte Karten nehmen, die wir bereits schon hatten. Ja, so mittlerweile, ja, es gibt halt genug, ne? Wir haben Gladbeck, ich glaube, oder Ruhrau, die Metropole Ruhr, das sind wahrscheinlich viele, die sagen so, nee, um Gottes Willen nicht. Was ich ein bisschen schade finde, ich mag das eigentlich. Seestraße. Klar, die Performance ist halt nicht so pralle, aber so an sich, Streckenvielfalt ist ja auf jeden Fall da, ne? Städtedreieck, ja, hatten wir ja auch schon. Also wie gesagt, da könnt ihr euch ja gerne mal austoben, ne? Und dann schauen wir mal nach, was wir da eventuell finden. Hier vielleicht Ruhrau, X10. Das sind also meine Karten, die ich absolut empfehlen kann. Also vom Payway, wie gesagt, ist bei mir X10. Und von so kostenlosen Content hier definitiv Ruhrau. Oh, hier hängt ein Schild einfach in der Luft ohne Schild. Das ist natürlich auch schön. Hier auch. Hä? Was ist denn hier los? Fehlt hier irgendwas? Habe ich was vergessen? Hallo. Da. Einen normalen Fahrschein bitte. Einen normalen Fahrschein bitte. So, 20. Bitteschön. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, Ruhrau ist meine absolute Favoritenkarte, was so in puncto kostenlose geht. X10 ist so meins. Naja, das liegt einfach daran, ja, weil ich natürlich Berliner bin und ich das eigentlich sehr mag. Ja. Mal schauen, ich habe auch gelesen gehabt, meinte jemand im Livestream, dass da vielleicht ein Update sogar kommt. Also das würde ich ja sehr begrüßen. Ja, X10 ist super. Aber das sind halt natürlich alles nur Gerüchte. Ne? Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwas in die Welt setze, was nachher sowieso nicht stimmt, weil es jemand gesagt hat oder sowas. Ne? Ich weiß es natürlich nicht. Ich bin leider nicht so in der Materie drin, was so in puncto Omsi angeht. Bei Lotus sieht es schon ein bisschen anders aus. Da versuche ich mich natürlich schon ein bisschen mehr zu informieren. Deswegen bin ich auch ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Wenn es so tolle neue Sachen gibt, die man sich unbedingt mal anschauen muss, dann könnt ihr mir das gerne mal so in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, im Livestream hatte ich das gefragt gehabt und es gibt aktuell nichts Neues, was man sich unbedingt mal angeschaut haben muss. Außer der neue Bus von Morphe, der U530 V5. Ich habe ihn installiert, aber ich habe ihn nicht gefunden, was ich ein bisschen schade fand. Ja, wieder installiert, aber nirgendwo gefunden, wo ich den Bus finden kann. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Und natürlich ist meine U530-Liste schon mega lang. Ja, das ist nicht. Ich habe nicht nur zwei, drei Busse drauf, sondern. Danke. Oh, so viel. Nicht nur ein, zwei U530 getroffen, ja, das ist schon 1000 verschiedene Modelle mit Void, ZF, Ecomat, Ecolife und dann noch Gelenk, nicht Gelenk und hast nicht gesehen. Also eine ganze Latte auf jeden Fall ist das mittlerweile. Und also ich finde irgendwie gefühlt alle Schilder. Das ist ja ein bisschen schade. Astrid-Lindgren-Schule. Haben wir da nicht gerade? An der Astrid-Lindgren-Schule. Kölner Straße. Kölner Straße. Oh, 530 fahren macht schon echt Laune, ja.
Mahlzeit. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Guten Tag, Herr Busfahrer. Guten Tag. Hallo. Einmal normal mit allem und scharf zu mitnehmen, bitte. Ah. Ach Gott, was gibst du mir denn schon wieder hier? Dankeschön. Macht er wieder einen Zehner drauf, verstehst du? Lieb ich ja. So. Hallo. Hallo, guten Tag. Einen wunderschönen. Pferdemarkt, Helios Klinikum. Diese Stelle finde ich ziemlich cool gemacht hier mit dieser Verengung. Ja, das ist schon. Das ist schon eine coole Idee auf jeden Fall. Also wollen wir mal lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich wiederfahren, ne? In der Leitstellenfahrt. Nee, Ruvo V2. Könnte ich wiederfahren. Führerschein gemacht, junger Mann. Irgendwas war gerade. Störung, Beleuchtung. Hier werden bestimmt Autos gestanden haben. Er hat sie mir bloß nicht angezeigt. Er zeigt mir hier manche Sachen nicht an. Irgendwie ein bisschen sehr mysteriös. Die Schilder sind halt auch irgendwie. Ne, aber die hauen schon hin. Vielleicht bin ich versehentlich gegen Schild gefahren oder sowas. Keine Ahnung. So, also erstmal. 100, Besten Dank. 70. Guten Tag, hallo. Herr Busfahrer. Guten Tag. Hallo. Hab ich gedacht, weißt du? Oh, nee. Da hab ich gedacht, weißt du, bist du schlau? Jetzt machst du eventuell einen größeren Bogen, aber irgendwie musst du ein Fahrzeug gestanden haben. Habe ich eigentlich alle Mods drauf, Updates drauf, die es gibt. Schade. Nicht unfallfrei. Aus irgendeinem Grund. Kaputt oder sowas. Schaut so aus. Guten Tag. Hallo. Hey. Guten Tag. So. Naja, läuft ja. Läuft. Jetzt würde mich gerne mal interessieren, was es war. Ach ja. Immer diese Bugs, wirklich. Da denkst du manchmal, du hast es echt gut im Griff, ja, und dann passiert dann sowas, ja. Sodass du dann gleich wieder so eine schöne Nackenschelle kriegst, weißt du, und dann bist du wieder bei Null angekommen. Aber kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern, geht nicht.
Ja. Ist mein Blinker zerstört. Die Töne hört sich schon elegant an, ja, hier im Ofen von 130. Das, wenn das so klappert, wenn du jeden einzelnen Knopf so hörst und alles was, ja, das ist schon fantastisch. Das Lenkrad vibriert, wenn du hier über so eine Steine fährst. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also, hallo. Alter hat da wirklich richtig, richtig geile Arbeit gemacht. Und jetzt kommen natürlich noch die ganzen anderen Mods hier von Morphe und alles was, ja, die das alles großartig gemacht haben. Ja, dass sich das alles perfekt anhört. Ja. War schon schön. Wenn man halt dann diese Geräusche wiedererkennt, so, weißt du, so dieses, jeden einzelnen Motor wiedererkennt, so und so, ja. Schon fantastisch. Wetteramt. Guten Tag, hallo. Hallo. Einmal normal mit allem und scharf zu mitnehmen, bitte. So. Bitteschön. Bitteschön. Einmal normalen Fahrschein, bitte. Danke. Hallo. Guten Tag. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. So, einen normalen Fahrschein. Hallo. So, 60. Nordstadt Bahnhof. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Sie haben Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Oh, jetzt gerade hin. Heieiei. Bild hier. Das ist nochmal ein cooles Bild. So, haben wir es auch mal gemacht.
Also außer diesem ominösen Unfall, den wir da hatten, lief eigentlich die Fahrt relativ gut. Wir sind gut von dann gekommen und. Ja, wie gesagt, Zoro ist für mich immer noch Spitzenreiter. Da kommt noch keine andere Karte ran, in meinen Augen. Aber nun gut. Wissen wir Bescheid. Und ich verabschiede mich hier. Hoffe, heute hat euch die Folge natürlich gefallen. Und wenn da irgendwann mal... Vielleicht habt ihr das ja gesehen, was da jetzt gerade schief gelaufen ist. Vielleicht im Spiegel, in dem ihr es halt nochmal zurückgespult habt oder sowas. Den könnt ihr sehr gerne in die Kommentare posten. Aber ich glaube, da stand ein unsichtbares... Irgendwas war da. Irgendeine unsichtbare Wand oder so. Was ich deswegen dann wahrscheinlich gegen gefahren sein werde. Vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt oder so. Ich weiß es nicht. Sonst, wie gesagt, alles gut. Wie gesagt, eine meiner absoluten Lieblingskarten hier, die Karte Ruhrau V2. Ich kann sie wirklich nur wärmstens empfehlen. Und hoffe natürlich, wie gesagt, euch hat alles gefallen hier. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Omsi hier auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!